Hallo und herzlich willkommen. Mir liegt schwer am Herzen und ich wollte mal eine kleine Geschichte erzählen. Es ging los, so gestern Vormittag würde ich mal schätzen, da bekam ich ein E-Mail von einer Frau, oder ich sage jetzt auch keinen Namen, dass ich ein Spiel testen soll. Ja, ich dachte mir, Mensch, ist es denn wirklich soweit? Bin ich der Erlauchte jetzt? Und darf ich jetzt endlich mal ein Spiel testen? Hab gleich bei Steam reingeschaut, was das ist. Jawohl, alles wunderbar. Ja, vielleicht nicht ganz meins, aber schönes Adventure eventuell. Könnte man zumindest mal testen. Es hat geheißen 15 bis 20 Minuten. Und ich habe gleich zurückgeschrieben, ja, selbstverständlich. Und die haben dann auch noch gesagt, ja, im Fall des Falles gäbe es auch noch Geld. Darauf habe ich dann verzichtet. So, nein, ich mache das eh bloß aus Spaß an der Freude. Und ich monetarisiere nicht. Also, und ich will auch kein Geld. Also, vorerst brauche ich es nicht. Und dann hat sie mir einen Link zugeschickt. Ich habe mir die Software runtergeladen. Und hab's dann entpackt und in einen Ordner rein und schaut auch alles gut aus, war genau der Titel drin, auch mit Updates und so weiter. Und plötzlich, heute früh, sah da mein Kanal so aus. ARK Invest hat den übernommen. Das war natürlich für mich ein riesen Schock. Also ich habe jetzt noch irgendwie feuchte Hände, kann man sich ja irgendwie vorstellen. Und habe dann natürlich erstmal, ja, gibt's denn das? Ja, mein Symbol ist weg, was ist denn da los? Ich kenne mich nicht mehr aus. Und habe dann erst nach und nach realisiert, ja, mein Kanal wurde verändert. Es stand nicht mehr Deutschland drin, sondern USA. Meine sämtlichen Sachen waren weg, aber gut war, alle Videos noch da. Und ich habe dann auch eine Message gesehen, die mir YouTube geschrieben hat. Warnung wegen des Verstoßes gegen die Community-Richtlinien. Da habe ich auch gesehen, da hat gestern Abend einer einen Stream gestartet. Einen 3-Stunden-Stream, der komplett illegal war. Also das war ja schon mal ein bisschen ein Wahnsinn und müsste natürlich gewusst haben, dass das gegen die Richtlinien verstößt. Aber zum Glück, man kann es ja hier lesen, da dies dein erster Verstoß ist, hat das keine Auswirkung auf dein Konto. So, jetzt bin ich natürlich heute früh hergegangen. Ich muss ja noch zur Arbeit. Und habe in der Arbeit mit meinem Chef gesprochen. Habe gesagt, Chef, ich muss mir hier mal eine Stunde ausklinken. Ich muss Passwörter ändern. Jetzt habe ich hier stundenlang heute früh Passwörter geändert. Habe alles geschaut, wo, was, wie, hier am PC, im Autostart, ist was drin, ist was hängen geblieben, aber anscheinend tatsächlich nicht. Also, da kann man da mal sagen, bin ich direkt froh, dass es jetzt hier so ist. Wie gesagt, ich wollte es euch nur kurz mitteilen, weil das hat mir wirklich den ganzen Tag versaut. Also, man weiß nicht mehr, was man hier sagen soll. Man darf einfach niemandem mehr trauen. Und für mich war es einfach wirklich ein Spaß, hier diese Videos aufzunehmen. Und ich mache es auch weiterhin. Aber das hat mir schon mal ein bisschen die Laune versaut. Aber wie gesagt, zum Glück sind noch alle Videos da. Ich habe auch an den YouTube, Creator Channel oder so geschrieben. Die wollen mir auch helfen und dass das hier wieder zurückgenommen wird. Ich will einfach das nicht dauernd hier im Dashboard sehen, dass hier irgendwas war und will natürlich jetzt hier weiterhin fröhlich. Und wer Lust hat, schaut sich's an, meine Sachen anschauen, niemals negativ und immer soweit es einfach Spaß macht. Und um was anderes geht es hier nicht. Ich habe diesen Stream auch gelöscht. Und ich will das auch nicht mehr sehen und nicht, dass man sagt, jetzt warten wir auf irgendwas. Ich will hier reingehen und meinen in Anführungsstrichen sauberen Kanal mit meinen Videos sehen. Und ich bin nicht der Allerbeste, aber ich bemühe mich und es wird schon noch. Und ich werde in Zukunft halt noch vorsichtiger sein, wenn jemand hier mir solche Angebote macht. Das machen wir jetzt einfach mal ohne Absparen. Ich werde es hier gleich raushauen. Nur mal, dass ihr Bescheid wisst, was so los ist. Bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag und alles Gute. Ciao.